zwar jetzt Hunger, aber gut. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Ja, das machen wir jetzt. Und dann würde ich mal sagen, dann mache ich mal eine kleine Aufnahmepause. Ja. So, wie viel haben wir jetzt hier erstmal? Das ist der Vierer. Das heißt, das Gemüse hier weg. Das Gemüse bleibt. Das Gemüse geht hier weg. Mal gucken, ob es vielleicht durch eine kleinere Form, ob das dann besser ist. Weil ich glaube einfach nur, dass ein Vierer einfach weniger Einstrahlung hat, als wenn ich einen was waren das? Achter? Ja, jetzt komme ich gar nicht mehr raus, warte. So. Naja. So, wollen wir mal schauen, ob das hilft. Wenn das das tut, dann haben wir schon mal einen kleinen Spawny. Da der, das Ding, das Gemüse muss auch weg. Wie machen wir das jetzt? Das machen wir so. Das machen wir erstmal so. Dann ist das so. Dann kann ich hier drum rumlaufen und gucken, ob das was hilft. Da muss ich auch noch erweitern. Hier machen wir das gleich. Dann haben wir auch das geschafft. Und dann haben wir erstmal eine kleine Aufnahmepause. Und halt, wir sehen uns ja dann eh wieder gleich. So, naja. Viermal schauen, ob das hilft. Kleine Tür haben wir jetzt auch hier ein bisschen safe. Zwar immer noch nicht so safe, aber immer wie besser wie nichts. So, und dann schauen wir mal einfach mal. Wenigstens ist es so, wenn ich die Tür jetzt hier habe, kann mich zumindest ein Skelett oder dergleichen nicht angreifen. Weil er ja was vor der Nase bekommen hat. Bin jetzt schon wieder hungrig. Aber egal, dafür geht mein ganzes Life wieder hoch. Das machen wir alle hier rein. So, den Bruchstein behalte ich. Das behalte ich auch. Da mache ich jetzt erstmal das Ding platt. Ich hoffe mir eigentlich, dass da noch was wächst. Aber ich weiß nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Aber sonst so kommt ja auch nichts. Einzige, was... Naja, wohl kann auch nicht sein. Ich habe überlegt gerade, ob man die Erde zuwachsen. Also dieses... geackerte Land, ob da was, aber ich glaube, das geht auch nicht. Ich könnte es zwar mal versuchen. Dafür brauche ich jetzt Steine. So. Ich wünsche mir, dass ich noch ein paar Äpfel kriegen könnte, aber was war das jetzt? Es kann sein, dass das nichts wird. Da haben wir unsere kleine Acker
Hacke, so rum. Ich bin auch schon Hacke, ich bin blau. So, dann schauen wir mal gerade mal hier in der Ecke. Nein. Ist auch nix, also bietet nix. Ah, ein Apfel. Ah. Apfel. Nee, ich glaube, das wird nix. Naja, ich schaue mir einfach mal später nochmal durch, ob wir da noch was hinkriegen. Ich glaube eher weniger, dass wir das so machen können, aber gut, ich habe es schon anders gesehen, deswegen kam ich auf die Idee. Ich glaube aber, das dauert einfach auch eine Ewigkeit. Das muss ich auch mal nachgoogeln, beziehungsweise im Wiki nochmal nachschauen, wie lang ein Grasblock, jetzt verrate ich ein bisschen schon zu viel, ein Grasblock wachsen kann. Aber wir schauen mal. Ich hoffe hier bald eigentlich. Ich hoffe, dass die Melone hier bald auch weiterkommt. Wir haben noch 2 Eimer Wasser. Wird demnächst definitiv ein kleiner. Wenn die Melone gewachsen ist, versprochen, mache ich ein. Ja. Wie soll man das sagen? So eine Ernte. Ein Erntebereich. Ich überlege gerade, wie die bei diesen Dorfbewohner heißen. Also, mein Freund, so haben wir nicht gewettet, ne? So, machen wir das gerade auch wieder. Zack. Dann wird auch hier so durch. Ja, und dann würde ich mal sagen, dann verbleiben wir erstmal so. Das Gemüse nehmen wir hier erstmal mit. Ich glaube, das verbleiben wir erstmal so. Ich lasse das erstmal so stehen. Das ändert sich ein bisschen was, es wird nicht schnell, aber dafür versuche ich ein bisschen mal von allem was zu machen und nicht nur an einer Sache dran zu hängen. Ich habe jetzt hier schon mal die Kobbelmaschine erweitert, das ist schon mal ein Part. Ich habe jetzt hier die Insel ausgebaut mit einer zweiten kleinen Mini-Insel für einen Spawner, was ich nicht weiß, ob es funktioniert. Ich überlege mir aber da hinten definitiv für einen anderen Spawnbereich was anderes aus. Ich habe da auch was im Kopf, aber dafür müssen wir was anderes machen. Und ja, da müssen wir mal schauen, wie weit wir kommen. Ich hoffe, dass wir hier weiterkommen, dass wir nicht nochmal sterben oder dergleichen. Wir haben schon genug Bäume eigentlich. Ich muss definitiv auch eine Baum-Ranch machen. Also nur eine Baumfarm. Die ist aber so groß, deswegen muss ich das muss hier ausgebaut werden. Das ist noch eine halbe Sache. Das ist eigentlich Mini-Insel noch. Also ich habe so viel vor, ich habe so viel gerade noch im Kopf. Müssen wir mal glaube ich, aufschreiben. Aber, ja, doch, ich glaube, man kann es dann sehen. Und, ja, dann bleiben wir erstmal so. Ich bleibe jetzt hier. Nee. Ich hoffe, dass da was wächst. Deswegen bleiben wir heute hier auf dem Ofen sitzen. Wenn man dieses. Ja, alles klar. Also, darauf habe ich eigentlich gewartet. Ein Megabaum. Ja, den machen wir in der nächsten Folge. Und dann würde ich erstmal sagen: Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Und bleibt immer online, wenn es heißt Skyborg Minecraft. Mach's gut. Tschüss. Halli und Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Skyblock Minecraft. Jo, wo waren wir stehen geblieben beim letzten Mal? Das ist ein paar Tage her. Riesenbaum sehe ich schon mal wieder. Unsere Wiese will doch nicht so, wie wir wollen. Naja, vielleicht mache ich auch was falsch. Mal schauen. So, und dann müssen wir ein bisschen Bruchstein noch machen.
Da ist doch nichts geworden, glaube ich, mit unserem Spawn-Element. Kann auch sein, dass ich was falsch gemacht habe, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Bruchstein noch hier. Plattform erweitern. So, wollen wir mal. Ja. Mühsame Arbeit leider, aber die muss sein. Zack. 29. Ja, wie soll das wieder sein? Wird wieder Nacht bei Minecraft. Yeah. Naja, gut. Ich habe ein paar Fackeln schon mal hingestellt. Jetzt auch schon zwei Lavabrunnen. Also müsste es ja passen. Na. Zack. 40 Steine. Ich weiß es nicht. Probier jetzt einfach mal was aus. Am besten ohne, dass ich runterfalle. Ich überlege gerade was. Ich muss immer schön aufpassen. Mache. Ja, ich bin mal gespannt, ob das klappt, so wie ich mir vorstelle. Wenn nicht, haben wir einfach mal gelost. Ist kein Problem. Das reicht nicht ganz aus. Yeah. Und da ist eine Hexe. Ja, Mann. Warte mal. Da will ich mal was gucken. Habe ich das noch? Alles schön hier reinmachen. So, Fäden. Das da. Setzling. Spitzhacke. Die setzen wir einfach jetzt gerade mal.
Haha. Ja, wir haben unseren ersten Glowstone, Baby, yeah! Ja, Mann. Ja. Nein, 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 nein. Ja. Schwarzpulver und Glowstone. Das ist ein erfolgreicher Tag. Das ist ein erfolgreicher Tag. So, dann machen wir hier mal nochmal eine Chest. Nochmal eine Truhe. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Ja, Mann. Es läuft, Leute, es läuft. Eine Double Chest. So, das können wir wieder reinmachen. Zwei Endermänner. Ja, egal. Was soll der Geiz? Bam, 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 bam. Zack, zack. Oh, der kleine Pimpf ist wieder da. Ja, der kleine Pimpf, komm her. So, unser Sp ich wollte gerade sagen, warum nicht zwei? Das andere ist aber die Hacke zum. So. Enderman ist immer noch da. Enderman brauche ich wie ein Loch im Kopf. So, haben wir das auch erledigt. Naja, ist erfolgreich, ist erfolgreich. Schon besser, also ist besser gelaufen als sonst. Habt ihr ja gesehen, sonst bin ich ja immer gestorben oder so. Also es läuft, es läuft. So ganz langsam, ein bisschen Action muss ja auch mit sein, nur zwischen den Endermen. Da habe ich ein bisschen Respekt, weil der nimmt mich weg, der zerruppt mich. Also ein Enderman, der zerrottet. Ich werde jetzt ein bisschen rohes Fleisch hier nehmen. Also beziehungsweise verrottetes Fleisch. Einfach aus dem Freund. Ich habe keine Lust. Melone wächst hier nicht. Ich weiß auch warum. Bleibe ich lieber verhungernd. Dafür habe ich wieder volles Leben. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zack. Und zack. So, dann können wir hier nochmal das da machen.